Freunde, was geht ab? Hier ist Khalid und willkommen zu meinem ersten Gaming-Video. Und zwar zocke ich heute Assassin's Creed. Und deswegen wollte ich jetzt schon mal sagen, erwartet erstmal nicht so viel. Ich gebe mein Bestes und jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Das wird ein bisschen dauern, wahrscheinlich kennen das einige noch. Und ja, wie ihr seht, ich habe das vorher ein bisschen angezockt, aber jetzt nicht so viel. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn das Intro oder dieses Tutorial, was jetzt gleich kommt, also nach dem Tutorial jetzt nochmal sehen. Viel Spaß beim Zuschauen, bis dann. Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narretei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und der Erkenntnis mehrt mir das Leid. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Desmond, versuchen Sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn auf. Und achten Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie das nichts, was Sie sehen, mit Arms? Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie lang. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirne. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Miss Dirne. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen.
Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne sie noch nicht einmal. Warum tun sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich Ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wiederzuerleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission?
Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempeldach entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. So, Freunde, da bin ich jetzt wieder. Und zwar ist das Tutorial jetzt beendet. Und hier bin ich jetzt ganz am Anfang. Wie ihr seht, wurde ein unschuldiger Mann hier getötet. Das gar nicht so hätte sein müssen. Und wir befinden uns jetzt gerade irgendwo im Bergbau oder Untergrund, keine Ahnung. Und ich muss jetzt einfach mal dem Bruder von diesem Assassinen hier folgen. Und schauen, wie es jetzt weitergeht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Da haben wir schon auch unseren ersten Gegner. Das haben wir alles ja schon im Tutorial gelernt. Achso, ja stimmt, wir müssen erstmal in den Kampfmodus gehen. Oder Ziel erfassen. Da haben wir ihn. Dort! Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein! Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. So. Jetzt gehen wir mal runter. Schauen, was uns jetzt erwartet. Bin mal gespannt, was uns noch alles sonst noch erwartet. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Okay. Jetzt müssen die alleine leiden daran. Und ich muss jetzt hier weiter. Mal sehen, wo wir jetzt. Okay, da hoch. Bin mal gespannt, was es jetzt noch so gibt. So, wir sind jetzt draußen. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch.
So, Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt zuerst mal fürs Erste. Wir sehen uns im nächsten Teil von Assassin's Creed und ja, wie ihr gesehen habt, das war jetzt so ein kleines Einführung, wo meine Gefährten jetzt der Assassin oder wie auch immer heißen, alleine kämpfen mussten und ja, wir sehen uns jetzt im nächsten Teil. Viel Spaß jetzt mit dem Video und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und check mal unten meine Videobeschreibung aus, da kommt ihr zu näheren Informationen über mich und dann würde ich sagen, bis dann, ciao.